Liebe Fressnapf-Community, wir alle müssen Maßnahmen treffen, um das Coronavirus einzudämmen. Doch wie steht es um unsere Haustiere? Kann sich mein Hund oder meine Katze mit dem Virus infizieren? Worauf sollte ich im Umgang mit meinem Haustier jetzt besonders achten? Wir beantworten euch die wichtigsten Fragen. Coronavirus, eine Gefahr für mein Haustier? Können Katzen und Hunde das Coronavirus auf den Menschen übertragen? Die Antwort dazu lautet, es gibt keine Hinweise darauf, dass Hunde oder Katzen ein Infektionsrisiko für den Menschen darstellen oder eine Rolle bei der Verbreitung des Coronavirus spielen. Der Kontakt gesunder Personen zu Haustieren muss nach den derzeitig verfügbaren Informationen aus Sicht des Friedrich-Löffler-Instituts nicht eingeschränkt werden. Können sich Haustiere wie Katzen oder Hunde bei infizierten Personen anstecken? Nach derzeitigem Stand gibt es hierfür keinen wissenschaftlichen Beleg. Zwar ist Ende Februar ein Hund in Hongkong schwach positiv auf das Coronavirus getestet worden, doch einiges spricht dafür, dass es sich hier eher um einen Zufallsbefund handelt. Das Virus kann durch engen Kontakt wie Umarmungen oder Streicheln seitens seiner Halterin, zum Beispiel über Speichel oder Nasensekret, auf den Hund gelangt sein. Virologen schätzen es als sehr unwahrscheinlich ein, dass ein Virus sich in so kurzer Zeit hintereinander zunächst an den Menschen und dann an eine weitere Spezies, wie zum Beispiel den Hund, anpasst. Und somit stellt das neue Coronavirus keine Gefahr für euren Hund oder eure Katze dar. Welche Hygieneregeln sollte ich beachten? Unabhängig von Covid-19 gelten weiterhin die üblichen Hygieneregeln im Umgang mit Haustieren. Insbesondere wenn immungeschwächte oder kranke Personen mit Tieren umgehen, sollte eine ausreichende Handhygiene und das Vermeiden von Mund-zu-Schnauze-Kontakt beachtet werden. Da es keine Hinweise auf das neue Coronavirus bei Haustieren gibt, gibt es auch keine verstärkten Hygienevorschriften. Darf ich denn mit meinem Hund Gassi gehen, wenn ich als Haustierhalter unter Quarantäne stehe? Klare Antwort: Nein. Wenn ihr euch in Quarantäne befindet, solltet ihr geeignete Personen außerhalb eures Haushaltes bitten, euch bei der Pflege eures Tieres zu unterstützen, etwa mit dem Hund spazieren zu gehen. Dies könnten Nachbarn oder Freunde sein, die euch in Quarantäne gegebenenfalls auch mit Lebensmitteln versorgen. Wenn ihr euch mit Covid-19 infiziert habt, solltet ihr den Kontakt zu anderen Menschen und Tieren am besten vollständig vermeiden und eine andere Person bitten, sich vollständig um das Tier zu kümmern. Gibt es andere Coronaviren, mit denen sich mein Tier infizieren kann? Ja, und das seit vielen Jahren und ohne eine Gefahr für Menschen zu sein. Es ist wichtig, Coronaviren der Haustiere von den Humanerregern zu unterscheiden. Ein bekanntes Beispiel ist die unter Katzenhaltern gefürchtete FIP, die von Coronaviren ausgelöst werden kann. Katzen können Menschen damit aber nicht anstecken. Und auch an Coronaviren erkrankte Hunde mit daraus resultierenden Darmproblemen stellen für den Menschen keine Übertragungsgefahr dar. Welche Maßnahmen trefft ihr und vor welchen Herausforderungen steht ihr zurzeit mit euren Lieblingen? Habt ihr weitere Fragen zum Umgang mit dem Haustier in Zeiten von Corona? Wir freuen uns über jeden Kommentar und vielleicht habt ihr sogar Tipps, um euer Haustier in den eigenen vier Wänden zu beschäftigen. Bleibt gesund und bis bald auf diesem Kanal.